Jo, moin. Part 9, Let's Play, CISO, Abfahrt. Ich habe gerade nochmal den Part Mordhau abgeloadet. Mal gucken, wer das ankommt. Schien ja eigentlich schon ziemlich schnell ein paar Daumen hoch zu haben. Wir waren hier stehen geblieben mit ungefähr 50%, haben jetzt noch ein bisschen blauen Balken generiert. Ich werde gleich mal die Gifte erneuern, um zu schauen, wie lange wir denn in der Aufnahme sind. Aber erst nachdem wir diese Undead Scourge Faggots weggesnackt haben. Und ich muss aufpassen mit meiner Beleidigung online, um nicht gestrikt zu werden. Und ich hatte schon so viel, verdammt viele Strikes in den laufenden Jahren. Einmal wegen Videomusik, einmal wegen Beleidigung, einmal wegen Copy-Krams, einmal wegen allerlei Dinge. Wir haben hier eine Quest rumliegen. War die hier? War die da unten? War die in dem Haus? Wartet mal kurz. Habe ich die gerade angenommen? Ja, habe ich angenommen. Ich bin durchgeknallt. Aber nur ein bisschen. So, ungültiges Ziel. Warum? Weil die als Untote gelten. Warum auch immer. Der wird einmal im Blind gegangen. Healport an. Gesundung kannst du dir sparen, Kumpel. Die kommt weg. Vendetta. Ja. Hatte ich ein paar Kommentare von euch bekommen letztes Mal. Das war ziemlich cool. Ich habe auch 60 FPS an. Ich habe ein bisschen die Webcam hier ein bisschen verbessert. Von der Qualität, von der Gamma-Einstellung etc. pp. Das scheint besser zu laufen. Ich habe die Lautstärke etwas angepasst. Also alles in allem läuft es relativ gut. Wenn ich mit zwei Videos am Tag dabei bin, das hier müssen wir verbrennen, dann kommen wir eigentlich auf 730 Videos im Jahr. Wird niemals auf zwei Videos am Tag sein. Zum einen, wenn ich mehr als das mache. Sagen wir mal 3, bin ich schon wieder über 1000 Videos. Wäre natürlich cool. Sehe ich aber ein bisschen als unrealistisch, weil dann müsste ich echt mein altes Ich wieder aufblühen lassen. Und ich hätte die Zeit, ich hätte auch die Nerven, aber meine aktuelle Wohnsituation lässt das eigentlich nicht zu. Nee. Ich lass RL ein bisschen schleifen, um ehrlich zu sein. Das kann ich euch ja mal mitteilen, als meine treuen Abonnenten. Und das war auch immer der Grund, warum ich mich immer verpisst habe, weil ich dachte, okay, jetzt machst du mal dies und das und das. Hat nicht geklappt, wieder von neu, alles von vorne, bla. Deshalb auch immer wieder diese neuen Starts auf YouTube, einfach weil ich nie A, das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte und auch nie die Stabilität im RL hingekriegt habe, so wie ich sie eigentlich hinkriegen wollte. Was dazu geführt hat, dass ich eigentlich nur enttäuscht worden bin. Und zwar von mir selbst. Warum kann ich es dann jetzt machen? Ja, kann ich euch relativ einfach erklären. Man hört einfach auf, alles zu hinterfragen und macht einfach. Und es ist der neunte Part. Ist es der neunte Part? Ich glaube schon. Ohne Unterbrechung. Und es läuft. Machen wir Gifte drauf. Ich denke mal, wir haben jetzt so 3 Minuten. Ziehen wir die nochmal ab. Ich werde den Part nicht wirklich lang machen. Einfach weil wir die 60 FPS haben und ich muss mal gucken, wie groß die Dateien werden. Und ich habe heute schon ein Mordhau-Let's Play hochgeladen. Das könnt ihr euch gerne angucken. Von daher bin ich, denke ich mal, fein raus. Ne? Ja, ich denke schon. Ausbluten rein. Kraft hatte vorgestern ein Video. Gestern. Eine Analyse zu Ashara gemacht. Zu dem Cinematic, zu dem Endboss-Fight. Von dem neuen Raid. Sieht gut aus, gefällt mir, gut erklärt. Gute Ideen dazu. Passt. Ne? Bei dem guten Jungen könnt ihr natürlich auch gerne vorbeigucken. Aber den sollte eigentlich jeder kennen. Warum fixiere ich mich überhaupt so auf Kraft? Das kann ich euch erklären. Einmal, weil ich ihn sehr, sehr viel gucke. Er ist so der deutsche Nobel in meinen Augen. Und das zu Recht. Also Hut ab. Wirklich. Und zum anderen, weil er mir einfach Spaß macht. Macht mir Spaß im Schauen. Und weil wir schon eigentlich ziemlich lange Kontakt hatten. Also nie wirklich viel. Aber immer mal wieder. Und einfach diese ständige Kontinuität hat dazu geführt, dass man irgendwo eine Sympathie füreinander aufbaut. Ich bin auch in seiner Gilde mit meinem Horde-Charakter. Und vielleicht das mal ein bisschen zum Hintergrund. War auch mal früher auf dem TS. Ist eine lange Geschichte. Eine etwas zu lange. Vielleicht mal für einen Lore-Talk von Dub. Wenn sowas mal kommen sollte, mal sehen. Muss ich mich noch entscheiden. So, Fledermäuschen. Du gehst jetzt mal drauf. Und dann fackeln wir das hier ab. Und dann haben wir das Bonusziel da rechts. Mache ich das jetzt? Oder... Nö. Nö. Wir geben mal ab. Vielleicht kommen wir da noch hin. Ich denke mal so 10, 15 Minuten Part heute. Ob wir da irgendwas schaffen, weiß ich nicht. 50% ist jetzt glatt voll. Ohne abgeben. Gucken wir mal. So. Gen muss einmal spawnen. Wir haben hier 3 Quests für dich. 28k ist angenehm. Da haben wir Account Gear.
Das wird auch gleich mal angezogen. Dann haben wir 28, 28. Schönes Ding. Jetzt sollen wir da hinten hin. Was sollen wir denn da machen? Vernichtet die Billgeflossen Eindringlinge. Wir machen das Bonusziel. Das Bonusziel. Und hier auch wieder die schöne Wotelka Boreanische Tundra Heulender Fjord Musik. Tolle Wotelka-Erinnerung. Also Legion war echt so mit die letzte Rettung für WoW. Nach WoT ist ja einiges zusammengebrochen in der Spielerbase. Ich check mal kurz die Qualität. Das sieht eigentlich gut aus. So. Sorry, geht weiter. Und gerade zu Legion ist halt, hat man alles auf eine Karte gesetzt und hat die ganzen Sachen aus BC, Elitern aus BC, viele Aspekte aus Classic mit der Klassenidentifikation, viele Sachen aus Wotelka mit den, einmal mit der guten Musik, ja, das auch, aber was ist der Hauptpunkt aus Wotelka? Viele Vrykul, die Vrykul-Gebiete, Dalaran ist wieder da, man hat aus Cataclysm irgendwas übernommen, höchstens neue Skills. Weiß ich nicht. Und aus Mob irgendwas übernommen. Naja, ein paar Sachen von der Ordenshalle, von den Waffen, von den Gebieten. Kommt halt einiges zusammen. Ich denke auch von jedem Addon ist ein bisschen was in den Soundtrack eingeflossen. Und deshalb ist da auch die große Welle an Spielern wieder zurückgekehrt. Obwohl es ja ziemlich bescheiden aussah. Nach WoT. Ne? Aber haben sie gut hingekriegt. Haben sie wirklich gut hingekriegt. Mit einer der besten Addons in meiner Meinung. Zumindest spaßtechnisch. Vielleicht nicht unbedingt lore-technisch, aber spaßtechnisch. Es war doch ein bisschen viel in meinen Augen, dass man dann echt mit einem fucking Raumschiff in einem Mittelalter-Rollenspiel auf einem anderen Planeten fliegt und dann da Sargeras bekämpft, indirekt, mit dem Pantheon, was einen grüßt und Hallo sagt und irgendwie auch beschützt. Heftig. Also heftig. Hätte ich mal gedacht, dass wir jetzt vom fucking Hogger killen so weit kommen, ne? Kizza Hogger mit deiner Truppe, Elite-Mob, erste schwierige Quest. Und dann, ein paar Level später, bist du auf einmal auf einem anderen Planeten und bekämpfst den Teufel des Weltalls, der alles Leben vernichten will, damit es nicht korrumpiert werden kann. Ich meine, duh, was für eine coole Logik. Und was machst du mit dir selber am Ende, damit du nicht korrumpiert wirst? Selbstmord. Tolle Entscheidung, Sargeras. Toller Typ. Also irgendwie ein bisschen schwach durchdacht, aber ich will ihn nicht verurteilen. Er ist jetzt erstmal im Weltraum-Prison mit Illidan for a while, wo sie ihre Romanzen ausleben können. Und das soll mir dann auch recht sein, ne? So. Es wird ein bisschen dauern. Wir müssen irgendwas einsammeln. Wir haben jetzt gerade mal 13% bei den Feudeln hier. Bink. 16%. So. Da gibt es was einzusammeln. Muss doch irgendwas zu tun geben. Ja, da sind doch gelbe Kreise. Was sagen die denn? Gestohlene Vrykul-Waffe. Die Waffen können wir einsammeln. Die geben wohl Prozente. Mhm. Du verblutest einmal schön. So, übrigens, Grüße gerne raus an Suliko und den netten Fall. Ihr kommentiert eigentlich immer relativ häufig. Ich habe sowieso einige vergessen, liegt aber an meinen großen Gedächtnislücken. Aber bleibt da einfach auf dem Level. Ich finde das auch schön, dass ihr teilweise auch eure eigenen Videos macht. Einfach machen, ne? Einfach machen. Man weiß nicht, was sich entwickelt, was sich nicht entwickelt. Der Hauptfokus sollte da aber auf dem Machen liegen, denke ich mal. Ganz eindeutig. Ich denke auch, die großen Leute haben gar nicht darüber nachgedacht, was sie da groß machen, sondern es einfach in erster Linie getan und Spaß daran gehabt. Und das ist, glaube ich, auch so der Schlüssel zum Erfolg. Macht dir Spaß, du zeigst den Leuten das und die sehen das und die sagen, cool, das macht mir ja auch Spaß. Und zack, läuft da so ein YouTube-Channel auf einmal grandios. So, Vrykul-Waffe. Ja, das Ziel nervt mich jetzt. Hätte ich eigentlich nicht aussuchen sollen. Dauert ein bisschen, ist aber nicht weiter will. 40%. Da ist noch ein Rare-Mob oben. Den mag ich jetzt aber nicht unbedingt killen. Und diese Explosion mit dieser Giftbombe, das ist immer die, Poison Bomb, die Giftbombe. Das macht am AOE einen dicken Burst, ist in Arena ziemlich cool. Wenn sie dann prockt, hat man wirklich einen großen Vorteil. Aber 20% Chance ist ein bisschen mau. Also es ist einfach ein Tick zu wenig irgendwo.
um es in der Arena mitzunehmen. Man hat aber eigentlich keine Alternative. Aber dafür bin ich nicht Arena-Spieler genug. Was haben wir gespielt? 1900 war, glaube ich, mit meinem Kumpel Jonas das Maximum. War aber eine gute Zeit. Das war ein Legion. Dann haben wir Krieger und hier Paladin gespielt. Und das nicht mal gut. Das nicht mal gut, weil ich bin einfach vom Spirit her kein Healer. Ich könnte es sein, aber das ist so viel Üben und Binden und Addons einstellen. Dafür habe ich einfach A, nicht den Kopf und B, auch Heal. Nichts so ungut. Zuliko, aber Heal? Wenn man ein großer Krieger sein kann, Demon Lord, Kazax, was weiß ich, dann bist du Heal. Auf der anderen Seite ist es dann wieder so, dass ohne Healer einfach mal nichts läuft. Ne? Das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Da auf jeden Fall kein Rose, sondern eher meine Inkompetenz, Healer spielen zu wollen, aka zu können. So, weg mit euch. Weg mit euch, Murlocs. Ich habe die Schnauze voll von diesem Kram. Zerstören, zerstören. Holz. Oh, das gibt 5%. Vielleicht müssen wir mehr davon suchen. Diese Holzteile. Das war der schöne Schattenschritt. Ach was, wir haben gar nicht das Holz verbrannt, sondern ihr Murloc-Haus. Das war eher das größere Problem daran. Cool. So. So, die FPS sind auf 60 hoch, das hatte ich ja schon erwähnt, aber dafür sind eben die Aufnahmen nicht mehr so lang. Und ich habe auch die 1080p rausgenommen. Weil so toll ist das Spiel nicht. Das könnte ich im Mordhau machen. Aber für WoW reicht eigentlich HD einfach mal aus, würde ich sagen. Und wenn ihr das nicht findet, dann sagt ihr mir bitte Bescheid. Dann können wir das gerne ändern. Ansonsten lasse ich das einfach so. So. Wir haben mal eben super viel gepult. Blind. Dotto. Loco. Nähenhieb. Ausbluten. Vendetta rein. Dort. Oh, das war eine lucky Poison Bomb. Aber äußerst lucky. So, das Haus wackeln wir ab. 13% noch. Dann haben wir den Kram auch hinter uns. Murlocs kommen da raus. Wir haben die ganze Familie abgefackelt. Erinnert mich so ein bisschen an Goblin Slayer, ne? Murlocs sind so die Goblins von Goblin Slayer. Ich denke mal, ihr kennt den Anime. Wenn nicht, vielleicht auch besser so. Weiß ich nicht. Zap, Baby. Einmal looten. Einmal Stealth gehen. 7%. Da müsste Ramp sein. Jo. Da gibt bestimmt auch Prozente. Ja. Ich habe jetzt kein Vendetta ab. Aber es sollte gehen. Dann haben wir den Kakao fertig. Ja, komm. Warum nicht? Der hat einen coolen Helm auf. Den Rückholhelm. Hinten haben wir gepult. Hab leider nichts ab. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Retreat. Retreat. Kein Dings ist am Start. Abfackeln sollte noch klappen. Dann holen wir uns einfach irgendwas Kleines da. Da ist eine Quest. Ist die unterhalb oder wie? Die ist in dem Haus. Gehen wir kurz mal out of combat. Sneaken uns dann da rein und holen uns mal die Quest dann raus. Ui, das war ein Messerwurf. Aber gezielt, Junge. Auf den Nacken. Hier kriegen wir die Schuppen von den Krebsen. Haben auch noch einiges an Quests abzugeben. Wer ist das denn? Warum ist der hier? Vergesst den Plan. Bestimmt wegen einer Quest oder so, weiß ich jetzt auch nicht. Qualitätscheck sieht gut aus. Was will er denn von uns immer? Okay, wir sollen irgendwas verbrennen mit der Fackel. Aber wen? Den da? Die letzte Ruhe bringen. Na gut. Ich glaube, die Quest nehmen wir noch mit. Und dann haben wir nämlich die Prozente voll. Das ist ja genau das, was ich meinte sonst immer. Meist gibt es irgendwelche Quests, die man damit verbinden kann mit den großen Aufgaben.
Da spart man immer ein bisschen was an Zeit, weil du einfach zwei Sachen auf einmal machen kannst. So ist die Musik wieder nicht an, doch war sie doch. Ah, der Radius ist ein bisschen klein, aber wir haben Vanish. Und das Ding geht relativ schnell zu casten. Ausweichen ist an. Da oben haben wir sie. Na komm, verpisst euch. Piss dich, Alte! So, danke, tschüss. Burn it to the ground. Ach, wir können das aus dem Stealth werfen. Ja, das praktisch. Schurke ist praktisch. Hör mal, nimm mal einen Hut ab. So, noch. Einer noch. Und der liegt hier. Habt ihr nicht gesehen, wa? Fliegen aus dem Stealth. Schönes Ding. Und ich muss mir endlich episches Fliegen holen. Aber wir sind noch nicht in Dalaran gewesen. Also, es sei mir verziehen. Ich bitte drum. Wir haben Vendetta, den könnten wir noch mitnehmen. Pull aber dann halb Afghanistan dazu. Wenn ich ihn dahin pull. Na komm, wir probieren es mal. Ansonsten sprinten es ab. Ich bin gar nicht da. Kombo-Punkte aufbauen. Na komm. Vendetta ist an. Nierenhieb rein. Erste Blutung. Zweite Blutung, dritte Blutung, ausbluten. Gift, Heal. Geht los. Jetzt wird getickt. Ah, das war doch easy. Wenn man weiß, wie, sieht man auch nicht aus wie ein kompletter Vollidiot im Internet. Zack. Und tschüss. 10k. Wieso gab der jetzt 10k? Verstehe ich nicht. Also die Rare Mobs, man erkennt auch nicht, welche mehr geben. Es ist dann einfach so eine Regelung anscheinend. Aber soll uns nicht weiter stören. Ich will den Part nicht zu lange machen. Level ist da. Wir gehen nach Dalaran. An sich nettes Gebiet. Ich hätte hier die noch gerne mitgenommen. Aber immerhin haben wir das Gröbste gemacht. Wir gehen jetzt mal in ein anderes Gebiet. Ich will euch nicht bis 110 Uhr Sturmheim zeigen. Das wäre ein bisschen boring. Auch einfach für die Nostalgie. Ich gucke mir meine Videos tatsächlich auch ab und zu an. Nur mal ein bisschen Qualität durchzugucken, wie das ankommt, ob alles auch so ist, wie ich das haben will. Und einfach nur in den gleichen Content im gleichen Gebiet ist doch ein bisschen langweilig. Wir sollten auch für den Schurken jetzt neue Quests bekommen, neue Aufgaben, auch für eine neue Artefaktwaffe. Aber die Quests interessieren mich überhaupt nicht. Tut mir leid, ist so. Ja. Wenn ihr die sehen wollt, es gibt etliche Guides online, es gibt etliche Guides auf YouTube. Noble hat auch lore-technisch ein bisschen was zu den Waffen gemacht. Wahrscheinlich nicht alle, weil das wäre doch schon ein bisschen heftig. Aber einige bin ich zumindest der Meinung. Und ja, wir warten nochmal kurz, bis das so geladen ist. Ich habe jetzt doch ein bisschen länger gemacht, als ich wollte, ist aber nicht schlimm. Lade ich jetzt hoch. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sind wieder in Dalaran. Blauer Balken wird generiert. Valera, die Gute, will mit uns ein Date, wie ihr sehen wollt oder könnt. Und darum kümmern wir uns dann nächstes Mal. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Zocken. Euer Dab. Ciao's.